Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder eine Frage für euch und zwar zum Thema ärztliches Gutachten zur Erwerbsfähigkeit, EGV und Maßnahmen. Und zwar fragt Marcel Stefan, was passiert, wenn man aus Unwissenheit eine EGV ohne weiteres hinnimmt, also die einfach unterschreibt, ohne selbst darauf zu achten, dass die gesundheitlichen Einschränkungen, die man hat, zum Beispiel, dass man nicht länger als so und so viele Stunden arbeiten kann, darin festgehalten sind. Muss man dann an Maßnahmen teilnehmen, zu denen man gesundheitlich nicht in der Lage ist, weil man die EGV unterschrieben hat? Oder könnte man aus einer Maßnahme einfach früher gehen und sich dann auf das Gutachten berufen? Er fragt deshalb, weil ihm das früher wohl schon passiert ist, dass er sich per EGV dazu verpflichtet hat, an Maßnahmen teilzunehmen, für die er gesundheitlich gar nicht in der Lage war. Was ist in einer solchen Situation rechtlich bindend? Das Gutachten oder die EGV? Wer weiß Bescheid und kann Marcel Stefan helfen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.